Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Das ist der zweite Anlauf für das Let's Play. Ich weiß noch gar nicht, ob ich diese ersten 5 Folgen, die ich jetzt schon gemacht habe, raushaue. Das hat folgenden Grund, dass wir eine Welt gestartet hatten, in der habe ich auch 5 Folgen lang gebaut. Und diese Welt hat sich dann, nachdem ich sie gespeichert hatte, gedacht, ich gebe ihm mal Flugrechte. Und das war dann doch nicht mehr so geil. Deswegen probiere ich jetzt mit euch hier mal ganz kurz eine neue Welt aus. Let's Play. Und wir erstellen die Welt. Wir haben natürlich eine Menge gemacht und gelabert schon und getan. Und ich habe auch viel erklärt. Und das will ich natürlich jetzt auch nachholen und nochmal neu machen. Deswegen wird es eine Menge zu erklären geben. Also seid gespannt. Herzlich willkommen erstmal nochmal zu dem Let's Play Rising World, ein neues Spiel von deutschen Entwicklern auf den Markt gebracht, in einer typischen Minecraft-Grafik. So, und da sind wir auch schon. Stehe ich jetzt schon wieder? Nee, ich habe jetzt noch am Anfang irgendwie, stehe ich jetzt sehr komisch auf dem Hügel. Ah, okay. Von deutschen Entwicklern auf den Markt gebracht. Wir haben am Anfang eine Spitzhacke, eine Schaufel und eine Axt. Die behalten wir aus dem Spiel, weil die gehen nicht kaputt. Und ich tue jetzt einfach mal hier mit so Holz abernten und erkläre euch in der Zeit, was alles los Sache ist. Also, eigentlich war ja die Sache, ihr wisst ja bestimmt, die bei Inside meinen Freunde, die da noch zugucken. Ich weiß nicht, der Weg ist bestimmt bis runter in den Fall. Nee. Liebe Inside meinen Freunde, die da noch zugucken jetzt. Ich hatte ja gesagt, wir spielen, nachdem Inside Mine geschlossen wurde, eventuell Inside Mine auf dem neuen Server weiter. Habe mich dann dafür aber entschlossen, dass ich das nicht mache. Habe mich dann aber entschlossen, dass ich das nicht mache, weil wir, der lässt übrigens auch Äpfel fallen. Das wusste ich in der letzten Aufnahme solche noch gar nicht. Das habe ich aus dem Ende beim Schneiden mitbekommen, dass die Dinger Äpfel fallen lassen, die ich jetzt aber nicht finde. Super. Also habe ich mir, dann habe ich auf den neuen Server habe ich dann aufgenommen, bla bla bla. Habe dann gedacht, okay, gut, waren 2 Stunden dabei, die Mrs. Monkey war da mit dabei, wir haben zu zweit aufgenommen. Und dann im Endeffekt habe ich mir gedacht, okay, ist jetzt nicht das Wahre. Und dann habe ich gesehen, wie der Sahazar dieses Spiel spielt. Habe mich im Forum mal ein bisschen informiert über das Spiel. Und dachte mir, hey, cool. Spielst du? Ist ein ziemlich geiles Spiel, ist mega billig für das, was es mittlerweile schon bietet. Hat schon leichte Minecraft-Wurzeln, kann man sagen. Es gibt hier eine Menge zu pflücken, zu sehen und zu entdecken momentan schon. Man kann eine Menge bauen in dem Spiel, für alle, die es nicht kennen. Man kann eine Menge schon bauen. Und jetzt werde ich mal gleich, nicht wie beim letzten Mal, ich werde diese Stelle jetzt hier mal nutzen. Aus dem einfachen Grund, wir brauchen am Anfang gleich ein bisschen Stein. Weil es hier verschiedene Werkbänke gibt, die man alle bauen muss. Und deswegen gehe ich jetzt gleich mal hier runter. Und ernte mal hier so ein bisschen Stein ab. Genau. Ihr seht schon, das ist ziemlich grafikmäßig, das ist mega geil gemacht hier. Also da kann Minecraft zum Beispiel gar nicht mehr mithalten. Ich fände cool, wenn man am Rand vielleicht angezeigt wird, was man gerade eingesammelt hat. Damit man das irgendwie im Blick hat. Ansonsten ist es aber ganz geil. Es gibt momentan, das habe ich in der letzten Aufnahme festgestellt, noch keine Erbsen in dem Spiel. Da fehlt noch einiges. Ich vergesse jetzt bestimmt die Hälfte zu erzählen. Also wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich vergesse jetzt bestimmt die Hälfte zu erzählen, weil es zu viel ist einfach. Ich habe da 1,5 Stunden habe ich gelabert, dann natürlich noch die ganzen Vorinformationen, die ich jetzt euch noch nicht gegeben habe. Und oh, das ist viel zu viel gerade. Ich habe gerade eben auch mit Rising World den Leuten geschrieben. Über E-Mail. Ich habe natürlich gerade die Monetarisierungsrechte bekommen, bla 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 und so. Und ja, ich hatte schon ein bisschen was angemerkt zu dem Spiel, wie ich es finde. Ich muss gestehen, ich finde das Spiel an sich ziemlich geil. Ja, ich finde das Spiel an sich ziemlich geil. Für die Early Alpha auf jeden Fall mega ausgebaut. Schon da haben sie echt viel gemacht. Das gefällt mir richtig gut. Ich habe auch gelesen, was ich zum Beispiel im letzten Spielstand gesagt hatte, was man noch ausbauen könnte, wären zum Beispiel Monster und so. Und ich habe gelesen heute im Forum, im nächsten Update sind Monster und mehr Dinge, mehr Tiere geplant. Was ist das denn? Was ist das denn?
Okay. Es sind Monster und mehr Tiere geplant, es sind neue Biome geplant, es sind noch ein paar andere Dinge geplant, die Multiplayer so betreffen und so. Also da ist schon einiges am Machen und ich freue mich auf das nächste Update. Ich hoffe nur, dass die Welt nicht gelöscht wird. Kann natürlich sein, dass die Welt gelöscht wird. Ich hoffe es nicht, weil ich würde bei diesem Spiel wirklich, gerne von Anfang an dabei sein und von Anfang an einfach mitmachen. Weil es im Moment dann sehr viel Spaß macht. Ich habe das gekauft, 50 Euro, muss sagen, also ich finde, die 50 Euro lohnt sich. Wenn ihr da Lust habt, investiert da rein. Ist natürlich jetzt kein Werbungsding für die. Das ist meine eigene Meinung. Ich gucke mal ganz kurz, wie viele Steine ich habe. Ich habe 54 Steine. Ich glaube, wir sind immer mit. Habe ich auch Erde eingesammelt? Ah, okay, oben ist schon wieder Erde. Das heißt, ich darf oben gar nicht so viel sammeln, aber ich muss eher in die Tiefe gehen. Wie gesagt, momentan gibt es leider noch keine Erze. Es gibt momentan eine Menge schon zu bauen, was mit Erzen geht normalerweise. Das ist momentan free erhältlich, sage ich mal. Man kann sich das einfach craften, ohne dafür was bezahlen zu müssen. Finde ich jetzt gut gelöst, aber ich hoffe, dass da schnell die Rezepte zusammenkommen. Das werden wir gleich alles sehen. Momentan bin ich nur so am Stein und so ernten, weil ihr kennt es ja. Das typische Survival-Prinzip ist ja, glaube ich, jedem bewusst, dass man am Anfang erstmal natürlich sich eine gewisse Rohstoffgrundlage macht, damit man die erste Nacht überlebt. Und da sind wir gerade dabei. Ich will mir gerade mal mindestens... Ich brauche dafür 100 Steine. Das, was ich jetzt bauen will, was ich jetzt gleich bauen will, das habe ich mir vorher noch nie gebaut. Vielleicht meine ich noch nicht. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Ich glaube, den brauche ich mir noch nicht. Und zwar habe ich überlegt, mir einen Hochofen zu bauen. Werden wir gleich sehen alles. Ich habe mir die Tasten ein bisschen anders gelegt. Normalerweise ist zum Beispiel das Einsammeln auf F. Ich habe es mir auf die Maustaste 5 gelegt. Ich habe da so eine Razer-Maus. Da sind ein paar mehr Hotkeys dran für sowas. Ach, hier gibt es auch 64er-Stacks. Okay. Ihr Schlingel, das habt ihr kopiert. Ja, dann tun wir hier mal noch ein bisschen abkrabbeln. Lalalala. Und dann würde ich sagen, wir suchen uns, das hat beim letzten Mal ziemlich gut geklappt, wir suchen uns eine flache Ecke, wo wir unser Haus gut reinbasteln können. Quatsch, flache Ecke. Wir suchen uns eine flache Wiese, wo wir unser Haus gut draufbasteln können und versuchen, das möglichst hoch zu halten. Und ich habe mir auch privat noch so ein bisschen überlegt, was man da eventuell machen könnte. Man könnte sich... Es gibt ja später einen Kompass. Den muss man sich aber was machen. Aber ich glaube, das kostet auch Eisen momentan hier. Ich weiß es gar nicht so genau. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall gleich genug. Ich nehme noch ein bisschen was mit. Lalalala. Okay, warte mal. Da noch. Können wir wieder rauskommen. So. Und dann legen wir mal los. Wir haben jetzt auch ein bisschen Holz. Das ist nicht unbedingt viel, aber ein bisschen ist es. Okay, haben wir schon mal. Mensch, die 1 ist es. Mal ganz kurz hier die Erde abpacken. So, und dann machen wir, laufen wir mal los. Und suchen uns mal eine schöne Behausung. Wir können auch sprinten. Man kann ja auch die Blumen aufsammeln. Die nehme ich jetzt mal mit. Die können wir momentan, glaube ich, nur einpflanzen. Und da sind Melonen. Wir hatten in der letzten Folge auch schon festgestellt, es gibt verschiedene Werte. Feuchtigkeit, also Trinken und Essen. Ich dachte am Anfang, es ist nur ein Wert. Aber das sind doch unterschiedliche Werte. Und da habe ich gleich erst die Kuh. Und die stirbt jetzt auch. Weil die Kuh gibt Bacon. Ich glaube, ich werde die ersten Folgen vielleicht doch veröffentlichen oder im Nachhinein. Alter, jetzt bleib mal stehen. Bleib stehen! Ich habe sie schon zweimal getroffen. Dreimal muss man die Kuh treffen. Komm her, du Kuh. Ich bring dich um. Geht doch. Da muss man noch ein paar Mal draufklappen. So, und dann kann man hier drauf gehen, ins Inventar gehen. Und dann kann man sich den Speck hier rüberziehen. Und dann, was ich immer gerne mache, ist den Körper verstecken. Das ist so ein bisschen letzte Ehre. Und ich glaube, das ist wieder so eine Wiese. Guck mal da. Was haben wir denn hier? Sollten wir direkt an unserer, auf unserer Wiese eine Höhle haben? Moment. Nee, kann man nicht einsammeln. Ich habe gerade geguckt, ob man das eventuell einsammeln kann, aber geht nicht. Was haben wir denn hier? Oh. Ui, das war nicht geplant.
Boah, der geht sehr tief runter. Ich dachte jetzt nicht, dass das so tief ist. Da müssen wir uns mal ganz kurz hochtragen wieder. Ups, das war jetzt nicht geplant. Lal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 
Das ist mir in der ersten Aufnahme nicht passiert, ist aber ganz gut. Dann lerne ich das gleich mal. Nö, warte. Ich weiß gar nicht, ob das Leben momentan eine Rolle spielt schon. Und was passiert, wenn du stirbst, weiß ich auch nicht. Alter, diese Berge da oben sind ja auch krass, ne? Das ist krass. Also da oben dann was bauen, wäre schon geil. Wir stellen mal noch Holz her. Dann gehen wir auf Werkbänke, dann können wir uns die Blockbank nicht machen. Dann nehmen wir uns die Blockbank und stellen die... Vielleicht wieder daneben, komm, ich kann mal das mehr runter alles stellen. Dann kann dann später alles noch abgebaut werden. Man kann es abbauen, einfach indem man das zerstört. Das ist ganz einfach geregelt hier. Und jetzt können wir uns nämlich Steine so einen Spaß machen. Und dann würde ich auch gern... Nur würde ich... Ihr kennt mich ja, ich baue gerne mit Holz.